Hallo, ich bin Lena Reckenberg vom IRATS Lab. Women for Data-Driven Mobility, das ist das Netzwerk für Frauen im M-Fund, eine Forschungs- und Entwicklungsinitiative innerhalb des BMDVs. Hier kommen Frauen aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zusammen und entwickeln innovative und datengetriebene Mobilitätslösungen. Diesen Frauen wollen wir mehr Sichtbarkeit geben mit dem Netzwerk und wir wollen eine Plattform bieten für Austausch über Themen, die uns umtreiben und die Gesellschaft. Und eines davon diskutieren wir gleich. Mobilität, das ist doch für alle gleich, oder? Wir haben alle die gleichen Möglichkeiten und Chancen, uns zu bewegen, wie wir wollen. Nein, Mobilität ist eben nicht für alle gleich. Wir müssen unser Verkehrssystem modernisieren und mehr Perspektiven reinbringen in die Planung, aber auch die Umsetzung. Und da stellt sich die große Frage nach der Digitalisierung. Hilft sie uns eigentlich dabei, anders zu denken und anders zu handeln? Birgt sie Chancen für eine gendergerechte und inklusivere Mobilität? Oder sind wir gerade eigentlich nur dabei, analoge Ungerechtigkeiten zu digitalisieren? Darüber diskutieren wir jetzt. Gut, dann einmal herzlich willkommen, ihr drei. Ich freue mich, dass wir heute diskutieren können. So, und mit wem diskutiere ich heute? Einmal mit dir, Heike Twehle. Du betreust seit 2009 bei dem Softwareunternehmen Hakon verschiedene Projekte für einen barrierefreien ÖPNV. Und aktuell arbeitest du am M-Fund-Projekt Opener Next, wo BürgerInnen Daten über den Zustand von Barrierefreiheit an Haltestellen sammeln. Kommen wir auch gleich noch zu. Und Lilia König, du hast mit deinem Freund ein Startup gegründet, und zwar die Dash Factory, wo ihr eine Dashcam für Fahrradfahrer entwickelt, um das Radfahren sicherer zu machen. Und ihr habt auch ein M-Fund-Projekt, das heißt Space to Ride, und ihr habt euch da einmal angeschaut in Leipzig, wo und wann AutofahrerInnen Radfahrende zu eng überholen. Und dann einmal hier die Dritte im Bunde, Ines Kafgan-Kagan. Du bist Gender- und Diversity-Expertin, einmal für den Bereich vor allem innovative Mobilität in urbanen Räumen. Hast dafür auch ein Institut gegründet, das IAM Institute, das steht für Accessible and Equitable Mobility. Außerdem bist du ja Speakerin, viel unterwegs und auch Lehrbeauftragte an verschiedenen Unis. Sehr gut. Und dann fangen wir auch mit dir direkt an. Und zwar will ich mit euch erstmal tiefer ins Problem einsteigen und reinzoomen, bevor wir zu der eigentlichen Frage kommen. Und ich würde gerne mal wissen, wenn du jetzt Stadtplanerin wärst und du hättest die Möglichkeit, den Freifahrtschein von deiner Stadt, dein direktes Umfeld so umzubauen, wie es für dich am besten ist, wie würde denn deine Umgebung aussehen und vor allem hinsichtlich deiner Mobilität und des Verkehrs? Genau, also ich würde einfach erst anfangen mit Dingen wie mehr Aufenthaltsqualität schaffen, rund um den Wohnort herum oder um Orte herum, an denen ich mich häufiger aufhalte. Das fängt an mit Sitzgelegenheiten, Bepflanzung, weniger Lärm, vielleicht auch eine Überdachung, weil manchmal regnet das ja und dann muss man ja nicht unbedingt zu Hause sitzen. In Bezug auf Mobilität fände ich es super, wenn diese parkenden Autoschlangen irgendwie aufgebrochener wären, beziehungsweise gar nicht da wären, weil mit Kindern selber, wenn die so klein sind und immer durch die Parklücken durch wollen, dann müssen die den Kopf halt immer schon raushalten, was gefährlich sein kann, und das ist nicht so schön. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass eben solche Dinge wie das Carsharing sich in weitere Gebiete ausweitet, dass die E-Tretroller, auch diese Gebiete ein bisschen weiter wachsen, ein bisschen mehr in die äußeren Bezirke, dass sich das nicht alles so im Innenstadtbereich immer knubbelt, wo alle alles haben können. Und sobald du dann in Berlin außerhalb vom Ring bist, dann, naja, sagen viele, sind sie wieder aufs Auto angewiesen. Da würde ich mehr wünschen und mehr machen, weil dann dürfte ich ja. Ne? Ja, ja, du hast dann den Freifahrtschein. Genau. Und wenn du den Freifahrtschein in Jena hättest, wie würde Jena aussehen? Also gar nicht mal jetzt auf Jena an sich bezogen, aber ich glaube, wir sollten auch uns um unsere Infrastruktur kümmern. Auch oft sieht man eben, wenn das Problem von älteren Menschen am Bahnhof, der Aufzug funktioniert mal wieder nicht, die Rolltreppe funktioniert mal wieder nicht, und das ist einfach ja, natürlich definitiv eine Hürde. Man überlegt sich da vielleicht auch doch als ältere Person, nehme ich lieber meinen PKW, wo ich meine Koffer sicher in den Kofferraum beispielsweise einpacken kann,
Oder riskiere ich es und stehe dann, sage ich mal, im dümmsten Fall an irgendeinem Bahnhof, wo ich halt wirklich schlecht die Treppe hochkomme. Ich glaube, wir haben schon sehr viele gute Ansätze, aber wir müssen auch unsere Infrastruktur wirklich warten und dahin bringen, dass die auch wirklich zuverlässig ist, dass man sich darauf verlassen kann. Ich denke auch, das Gleiche ist halt auch mit dem ÖPNV. Wir brauchen da immer einfach eine Zuverlässigkeit, weil der Mensch ist einfach bequem. Und das ist die Hauptsache, ist auch immer das Hauptargument, warum viele Personen nicht auf das Fahrrad oder auf sonstige Mikromobilität switchen, weil es einfach nicht so bequem ist. Und ich glaube, wir sollten eigentlich nicht versuchen, das Auto unbequemer zu machen, sondern eher andersrum, den Leuten wirklich den Vorteil aufzeigen und versuchen, die Mikromobilität wirklich bequem zu machen. Und wie ist es bei dir, Freifahrtschein? Mein Freifahrtschein? Ja, mein Thema ist ja der ÖPNV. Das wäre natürlich ein, soweit es geht, barrierefreier ÖPNV. Gerade unsere Projekte, die Digitalisierungsprojekte, die wir haben, sind ja sinnvoll, weil noch nicht überall die Barrieren gefallen sind. Es gibt halt immer noch Bahnhöfe, die haben keinen Aufzug an einzelnen Bahnsteigen. Oder es gibt ÖPNV-Haltestellen, wo ich aus einem Bus nicht gut raus oder reinkomme. Für mich wäre der Freifahrtschein natürlich zum einen, möglichst viel so umzubauen, dass man wirklich leicht rein und rauskommt. Weil es geht ja nicht um einen Rollstuhlfahrer, wo es dann manchmal auch das Argument kommt, ja, für den bezahlen wir dann halt einen Fahrdienst. Sondern es geht ja insgesamt auch um ältere Menschen, die auch nicht leicht mit hohen Stufen ein Fahrzeug betreten können. Es geht um Mütter mit Kinderwagen oder Väter mit Kinderwagen. Es geht, wie gesagt, um blinde und sehr eingeschränkte Menschen. Also ein ÖV, der für alle Nutzergruppen gut nutzbar ist und für den es eben auch, das ist wieder mein Thema, die Informationen gibt, eben nicht nur, wie komme ich zur Haltestelle, sondern auch, wie komme ich, wenn ich auf den Fahrstuhl angewiesen bin, wo finde ich den denn überhaupt, funktioniert der gerade, wie sind die Umsteigewege? Würdest du dann auch sagen, Menschen mit Behinderungen, sei es einmal körperliche Einschränkungen hinsichtlich Rollstuhl oder mit Sehbeeinträchtigung, das ist so die Gruppe im Bereich Verkehr und Mobilität, die die größten Nachteile hat momentan? Ich denke ja, beziehungsweise für die es einfach die größten Hürden gibt, weil noch so viel Information fehlt. Berlin zum Beispiel ist relativ weit. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg engagiert sich ja schon sehr lange in dem Thema barrierefreie Auskunft, auch für verschiedenste Nutzergruppen. Aber spätestens, wenn ich auf irgendeinem ländlichen Bahnhof aussteige, außerhalb vom VBB-Gebiet, weiß ich wieder nicht mehr, komme ich denn da überhaupt, komme ich rein aus dem, in das Fahrzeug, komme ich raus aus dem Fahrzeug, komme ich vom Bahnsteig weg? Schlimmstenfalls ist vielleicht sogar noch der Zugang zum Bahnsteig barrierefrei und dann stehe ich da und habe nur eine Treppe. Ich kenne das aus der Zeit, als mein Kind auch klein war und ich im Kinderwagen war, dass das für mich immer echt eine kritische Frage war. Wenn ich jetzt nach Bad Nenndorf fahre aus Hannover, wo ich wohne, komme ich denn da vom Bahnsteig weg? Ja, und die Frage stellt sich dann auch erst, wenn man in der Situation ist, ne? Genau. Also da hat mich zum Beispiel mein eigenes Kind und diese Notwendigkeit, mit dem Kinderwagen unterwegs zu sein, irgendwie einen ganz anderen Blick gelehrt. Und wie ist es bei euch? Also gibt es eine Gruppe, wo ihr sagt, okay, die Personengruppe ist besonders benachteiligt oder wen haben wir am wenigsten im Blick? Also am allerwenigsten, ich würde da gar kein Ranking aufmachen, sondern ich würde sagen, wir haben einfach zu oft diesen männlichen, gesunden, akademischen, gut verdienenden Standard mit super Sprachkenntnissen der deutschen Sprache. Und das ist so das Maß aller Dinge und was davon abweicht, ist halt sehr häufig nicht berücksichtigt. Und auch wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, ist bei den Leuten die erste Assoziation jemand im Rollstuhl oder eben blind oder kann nicht hören. Und da finde ich das auch immer sehr begrenzt, dieses Blickfeld, weil es gibt auch andere Einschränkungen, Mobilitätseinschränkungen und Behinderungen, die nicht unbedingt zu sehen sind, die sich auch nicht unbedingt körperlich zeigen. Es gibt ja auch laut Behindertengleichstellungsgesetz ist die Definition ja nicht nur körperlich, sondern physisch, psychisch, mental, kognitiv. Und solche haben wir, glaube ich, gar nicht in den Diskussionen drin, dass Menschen vom ÖPNV zum Beispiel überfordert sein könnten kognitiv. Das hört man so selten.
Wobei wir da, das ist zwar nicht innerhalb vom M-Fund, aber hier in Berlin gerade ein sehr interessantes Projekt haben, was wir auch betreuen, was ich persönlich sehr interessant finde, weil im nächsten Jahr sind in Berlin die Special Games oder World Olympic Special Games, also ein Sportwettkampf für geistig Behinderte, für die wir eine eigene App bauen, wo wir mit der Nutzergruppe auch sprechen, um zu sagen, wie muss eigentlich eine ÖV-App aussehen, die die Menschen unterstützt, damit sie möglichst viele Wege selbstständig gehen können. Das heißt zum Beispiel ein sehr einfaches User-Interface, vielleicht weniger Funktionen als so heutige ÖPNV-Apps haben. Aber zum Beispiel, was uns auch vorschwebt, ist eine Bildnavigation durch die Station, wo dann eben auch wirklich so ein Umsteigeweg bebildert wird. Das ist auch eine große Aufgabe. Das muss bis nächstes Jahr im Juni fertig werden. Da haben wir gerade ein bisschen Angst vor, dass das alles auch wirklich so gut klappt. Naja, aber manchmal sind Fristen ja auch ganz hilfreich. Lilia, wie sieht es bei dir aus? Fällt dir noch eine Personengruppe ein, wo du sagst, irgendwie wird die nicht so richtig mitgedacht? Ich denke ehrlicherweise, dass leider wahrscheinlich immer, egal was wir machen, irgendjemand wieder hinten runterfällt. Und das ist halt wahrscheinlich was, was wir wahrscheinlich auch ziemlich schlecht zu 100% lösen können. Der ÖPNV muss halt auch wahrscheinlich selber versuchen, immer so ein bisschen die Waage zu halten zwischen der Mehrheit und der Minderheit. Ich denke, wir müssen eher dahin kommen, dass wir sagen, wir haben die Mehrheit und dann haben wir noch so viel als möglich der Minderheit auch inkludiert in diese Gruppe, damit eben so viele als möglich Personen auch den ÖPNV dann beispielsweise nutzen können. Da find ich fast problematisch diesen Gedanken, weil es gibt ja nicht diese eine Mehrheit. Allein wenn du dir Gender anguckst, dann, also es ist ja nicht so, dass die Frauen sind jetzt die anderen. Also es gibt ja dieses Phänomen The Othering, also dieses, dass man eine Gruppe ausgrenzt und es sind so die anderen. Und wenn man schon so darüber denkt, dass es, wir haben jetzt hier diesen großen Durchschnitt in der Mitte und dann gucken wir uns so mal den Rand an, so ist es ja gar nicht, so ist unsere Gesellschaft gar nicht aufgebaut. Die ist halt einfach komplett durchmischt von Intersektionalität, durchzogen. Also es gibt nicht diese eine große Majority Group. Was ich ganz spannend finde, weil ich habe das so den Eindruck, wenn ich auch mit Frauen hier im Netzwerk spreche und vielleicht könnte das auch bestätigen, dass Frauen so eine Art Speerspitze sind oder Wegbereiterin für Diversität, weil sie in so teilweise sehr männerdominierte Verkehrs- und Stadtplanungsbereiche oder auch Gründerszene ist auch nicht so divers, wie sie manchmal gerne wäre, reingeht und da schon mal für neue Perspektiven sorgt, einfach indem man auch da ist und anders denkt und dass das quasi so den Weg öffnet auch für andere Perspektiven. Wie ist das für euch? Habt ihr so eine ähnliche Erfahrung gemacht? Vielleicht du auch mit dem Gründungs-Background? Vielleicht bin ich da die Ausnahme, aber ich hatte da noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich hatte immer eher das Gegenteil erfahren, dass ich gepusht wurde und dass ich unterstützt wurde von Männern, die gesagt haben, hey super, da ist mal eine Frau in der Tech-Branche. Vor allem komme ich ja nicht mal quasi aus dem Studium oder sonstigen. Und ich hatte so viele Männer, die mir gerne geholfen haben und mir auch geholfen haben, den Weg da zu ebnen. Und ich hoffe auch, dass ich auch da dazu beitragen kann, dass sowas auch weiterhin bleibt, weil ich glaube, so bekommen wir einfach viele Frauen auch und egal natürlich auch einfach mehr Inklusion in diese Gründerszene, wenn wir einfach sagen, wir sind offen und wir helfen einander. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Andere Erfahrungen? Also mich freut es tatsächlich, dass die Szene, dass es mehr Frauen in der Szene gibt. Ich bin ja relativ lange schon in diesem Verkehrsbereich, seit irgendwie den 90ern, da war ich früher ganz oft in Meetings tatsächlich die einzige Frau. Und inzwischen ist es eigentlich immer so, dass wir einfach mehr werden. Und ich finde das unglaublich angenehm. Auch bei uns in der, na gut, wir sind halt eine Softwarefirma. Das heißt, bei den Entwicklern ist der Männeranteil nach wie vor sehr hoch. Aber zum Beispiel gerade bei den Projektmanagerinnen, werden wir mehr Frauen. Und mich freut das auch sehr. Ich habe einen Kurs an der HTW Berlin, der heißt Mobilität, Verkehr und Gesellschaft. Und der ist angesiedelt im Studiengang Fahrzeugtechnik, so heißt das. Und Tatsache sind das 20 Studierende. Ich müsste eigentlich richtig sagen, dieses Semester sind es 20 Studenten. Tatsache hat der eine mich jetzt auch als Herr Kafkan angeschrieben, weil das wahrscheinlich gar nicht in deren Denke ist, dass man als Frau auch in diesen Bereichen irgendwie unterwegs sein kann.
Aber ja, es ändert sich was. Ich glaube, die Diskussion ist da, aber es ist immer noch viel, viel aufzuholen. Und auch, man sieht ja dann dieses, was du jetzt meintest, in diesem eher tech-lastigen Bereich, da sind dann noch mehr Männer, aber die anderen, diese Soft Skills und Human Resource und sonstiges, da ist der Frauenanteil dann immer sehr viel höher. Und das muss sich mischen, das muss richtig bunt gemischt werden. Aber wir haben bei uns eben auch inzwischen zum Glück wirklich tolle Entwicklerinnen. Auch in allen Bereichen. Auch da nicht nur in den üblichen Bereichen, jetzt sage ich mal wieder Usability und UX, also auch sonst. Da freue ich mich immer. Und wenn wir uns nochmal unser Verkehrssystem angucken, muss unser Anspruch jetzt sein, okay, jeder Verkehrsträger und jeder Service muss jetzt so gebaut sein, dass es für alle funktioniert? Ich glaube, es muss für jeden gute Mobilitätsmöglichkeiten geben. Also das ist das Wichtige, dass man nicht dann irgendwie dann doch wieder aufs Auto festgelegt ist, beziehungsweise wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen nicht Auto fahre, gerade so auf dem Lande ältere Frauen zum Beispiel, da ist ja der Führerscheinanteil und der Autobesitz ja auch noch deutlich unterdurchschnittlich, die dann gar keine Mobilitätsmöglichkeiten mehr haben, außer irgendwie so einem ausgedünnten ländlichen ÖPNV. Also für mich ist wichtig, dass jeder Möglichkeiten hat, mit denen er zufrieden sein kann und die er gleichberechtigt und ohne allzu große Hürden nutzen kann. Das fände ich relevant. Genau, Alternativen bieten finde ich da ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht auf etwas angewiesen ist, sondern die Möglichkeit hat, zu wählen zwischen verschiedenen Angeboten. Und es muss nicht alles für jede Person passen, aber man sollte eine Auswahl haben, eine Alternative, vor allen Dingen zum privaten Pkw. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Führerschein habe und auf dem Land wohne, dann muss ich schon irgendwie auch eine gewisse Art der Mobilität haben können. Genau, genau. Also wer zum Beispiel irgendwelche Mitfahrgelegenheiten, die aber auch sicher sind, weil gerade als Frau möchtest du dich jetzt nicht unbedingt zu jeder anderen Person ins Auto setzen. Oder wenn du eben zum Beispiel jetzt nicht als ältere Person keinen Führerschein hast oder auch als 30-Jährige, auch als Kind, ne, dann bist du auch sehr abhängig von anderen Dingen. Und wenn auf dem Land eben solche Angebote gar nicht da sind oder auch in sozial schwächeren Gebieten, also mit sozioökonomischem, naja, geringerem Einkommen oder wie auch immer, da werden diese Sachen einfach nicht rentabel von den Anbietenden geführt. Und das schränkt dann natürlich dann nochmal anders ein, wenn es gar nicht da ist, das Angebot. Ja, okay, jetzt haben wir auch einige Sachen schon genannt, was nicht gut funktioniert. Andere Sachen, was auch schon gut funktioniert, dass sich doch einiges auch in der Gründerszene ändert und auch in den Verkehrsunternehmen und Softwareunternehmen. Aber fest steht, wir haben ja auch einen Trend, der uns alle sehr in Atem hält, das ist die Digitalisierung. Und wo seht ihr denn die Chancen einmal für uns als NutzerInnen, aber auch für die Betreiber von Mobilitätsservices? Was denkst du? Ja, ich glaube, wir haben hier ganz große Chancen noch vor uns, weil wir können Dinge einfach machen und wir können Dinge bequem machen. Ob das jetzt so bisher schon so zu 100% funktioniert, würde ich jetzt mal noch aktuell ein bisschen anzweifeln. Wir brauchen dieses multimodale Modell. Wir können nicht sagen, wir setzen nur auf ÖPNV oder nur auf eines, sondern wir brauchen, weil einfach Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch unterschiedliche Angebote. Und ich glaube, gerade auch die jüngere Zielgruppe können wir wirklich mit solchen Sachen auch erreichen, wo halt oftmals, Man liest ja auch immer in den Statistiken, dass oft das Argument immer noch bei Jugendlichen ist, Busfahren beispielsweise, dass es uncool ist. Also das sind Dinge, wo nicht wirklich, sage ich mal, wissenschaftlich begründet werden können wahrscheinlich, warum jetzt die Person das nicht macht. Aber vielleicht wird sie mit einem E-Scooter fahren. Und auch wenn nicht jeder ein Fan ist von einem E-Scooter, aber ich glaube, da können wir vielleicht wieder die Zielgruppe erreichen. Und wenn wir dann wieder sagen, wir schaffen Barrierefreiheit beim ÖPNV, dann können wir wieder eine andere Zielgruppe erreichen. Und ich glaube, da haben wir einfach mit der Digitalisierung jetzt wirklich Möglichkeiten, das auch leicht zu machen. Wo wir wieder beim Punkt werden, dass nicht alles bei allen funktionieren muss, genau, sondern dass es eben die Alternativen braucht. Also für dich muss es bequem und einfach sein durch die Digitalisierung. Ines, wie muss es für dich sein? Wo liegen die Chancen? Ja, also
Eine Chance sehe ich darin, dass die Digitalisierung als eine Strategie für Personen, die irgendeine Art von Mobilitätseinschränkung haben, eine Kompensation dieser Einschränkung darstellt. Und das kann in ganz, ganz vielerlei Hinsicht sein. Zum Beispiel mit Informationen über Barrierefreiheit im ÖPNV zum Beispiel, dass das vorab zugänglich gezeigt wird, gestaltet wird. Es geht ja nicht nur darum, dass ein Bus zugänglich ist für einen Rollstuhl, sondern dass auch die Person vorab schon weiß, bevor die Fahrt anfängt, komme ich da mit dem Fahrstuhl, nicht mit dem Fahrstuhl, mit dem Rollstuhl rein, mit dem Fahrstuhl, wahrscheinlich auch noch, aber nicht in den Bus. Und diese Information muss dann auch wieder barrierefrei sein. Und weißt du was, das habe ich aus deinem Kurs an der TU. Genau, da erinnere ich mich jetzt gerade wieder dran. Genau, wenn es um Informationen über Barrierefreiheit geht, sind wir ja auch direkt bei dir. Ja. Das ist ja dein Steckenpferd. Auch aus deiner Erfahrung sprechend, wo siehst du denn die Chancen? Also die Chancen der Digitalisierung sind, wie ja schon gesagt wurde, zum einen diese Informationen möglichst niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen, wobei das natürlich immer heißt, es gibt bei uns immer so einen stehenden Spruch, das heißt, keine Dienste ohne Daten. Also ich kann super viele Dienste anbieten, das Wichtige ist, dass die passenden Daten vorhanden sind. Also und diese Daten zu erfassen, das ist ja zum Beispiel das, was wir im Projekt Opener Next angehen wollen, dass wirklich über einen Crowdsourcing-Ansatz solche Barrierefreiheitsdaten erfassen werden können, weil man kann sich diese ganzen Dienste hervorragend ausdenken. Also wir haben, wie gesagt, schon auch in früheren Forschungsprojekten entwickelt, was für Daten müsste ich denn eigentlich erheben, damit ich eine barrierefreie Auskunft für verschiedene Nutzergruppen, für jemanden mit Rollstuhl, aber vielleicht auch für jemanden, der eine einzelne Stufe gehen kann, für jemanden, der eine Wegeleitung braucht, weil er blind ist, und so weiter. Was für Daten und für Attribute innerhalb der Fahrplanauskunft zum Beispiel braucht man für diese Leute? Aber diese Daten dann eben auch wirklich zu erfassen und verfügbar zu haben, das ist dann die große Aufgabe und sie aktuell zu halten. Und die große Chance von Digitalisierung ist eben auch einfach, Dienste vernetzen zu können. Dann landet man irgendwie bei dem Thema Intermodalität, Multimodalität, Mobility as a Service, also über eine Plattform sozusagen auch einen Zugang zu verschiedenen Diensten zu haben und dann eben auch auswählen zu können. Was ist in meiner Situation jetzt das Beste? Der Scooter oder kann ich mir ein Mietfahrrad nehmen oder ist tatsächlich vielleicht der Bus jetzt die bessere Alternative? Ist denn das Problem, dass die Daten über Barrierefreiheit gar nicht vorliegen oder dass die nicht aktuell sind? Was ist da so das größte Problem? Es fehlen tatsächlich an vielen Stellen die Daten einfach noch. Also wie gesagt, ich kenne das aus vergangenen Projekten, wie gesagt, gerade hier in Berlin oder auch im Rhein-Main-Gebiet, dass da viel Aufwand getrieben wurde, um Barrierefreiheitsdaten zu erfassen, dass es aber große weiße Flecken gibt in der bundesdeutschen Landschaft, wo die Informationen einfach nicht da sind. Und was für mich persönlich auch wichtig wäre, wäre, dass sie sozusagen bundesweit auch auf eine mehr oder weniger einheitliche Art und Weise erhoben werden. Das ist ja auch ein Ansatz von Opener Next. Erzähl gerne mal genauer, wie ihr das macht. Also ich bin jetzt eine Bürgerin, die teilnehmen will bei euch. Was mache ich da? Um sich an Opener Next zu beteiligen, müsstest du dir die App, die TU Chemnitz entworfen hat, runterladen. Das heißt, die stellen eine App zur Verfügung. Du müsstest dir einen OpenStreetMap-Account anlegen und dann könntest du im Prinzip, wenn du an einer Haltestelle bist, die noch nicht erfasst bist, diese App starten, die dich dann durch so einen Dialogprozess führt und dich bittet, zum Beispiel abzuschätzen, gibt es hier ein Wartehäuschen, gibt es eine Bordsteinkante, gibt es einen Fahrstuhl? Und diese Daten würde man dann in einem, wie gesagt, einem möglichst einfach geführten Prozess erfassen. Die würdest du dann nach OpenStreetMap oder sie würden dann durch die App bei OpenStreetMap hochgeladen und würden vom Datenmanagement für die Fahrplanauskunft von dort quasi ausgelesen, aufbereitet und für die Auskunft zur Verfügung gestellt. Mhm. Also und darf ich da einmal frech nachfragen, ist es nicht eigentlich Aufgabe der Verkehrsverbünde selber, diese Daten zu erfassen? Ja, aber es ist halt tatsächlich oft eine Sache, die Verkehrsunternehmen oder auch Verbünde nicht unbedingt leisten können, weil es einfach ein großer Aufwand ist, ich viel Personal dafür bräuchte und von daher dieser Crowdsourcing-Ansatz, ich finde ihn trotz allem ganz charmant.
Ich finde ihn auch sehr charmant, weil dann BürgerInnen auch mal befähigt werden, etwas mitzumachen und auch mal mitbekommen, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt und sich da eben auch aktiv dran zu beteiligen. Also ein schöner Ansatz und ein schönes Beispiel, wie digitale Produkte nicht nur unser Leben einfacher machen können, sondern wo eben auch BürgerInnen aktiv beteiligt werden können. Lelia, du hattest in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, wir als Gesellschaft haben Inklusion irgendwie noch nicht richtig durchdacht. Wie hast du das gemeint? Ja, ich kritisiere mich auch sehr gerne auch immer selber. Und ich muss auch sehr sagen, dass auch ich am Anfang, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden hatte, inwieweit Inklusion doch auch gehen muss. Auch wenn man das natürlich auch im Studium und so weiter auch mal behandelt, finde ich trotzdem, dass das eigentlich sogar wahrscheinlich ein Thema wäre, was man so in den Lehrplan eigentlich mit reinnehmen müsste, dass man eben wirklich auch versucht, ja, alle auch mitzunehmen. Und da finde ich eben, da haben wir jetzt durch solche digitalen Produkte einfach auch die Möglichkeit, Menschen auch mitzunehmen. Also ich meine, es gibt ja solche einfachen Beispiele, es gibt ja jetzt solche Übersetzer quasi für einfache Sprache, dass Menschen, die es vielleicht aus Gründen einfach nicht ganz verstehen können, dass die sich eben direkt ihre Texte auch in einfache Sprache übersetzen können. Und ich glaube, da versucht man manchmal so ein bisschen das Rad neu zu erfinden, aber ich glaube, es sind eher die kleinen Dinge und man müsste viel mehr mit unterschiedlichen Gruppen von Menschen auch sprechen. Ich glaube, das ist was leider, was bei uns noch oft schief geht, dass wir voraussetzen, dass wir wissen, was andere Personengruppen möchten und dann daraufhin auch Produkte ins Leben rufen oder auch Dinge anpassen. Und manchmal sind die Dinge, die Person sich wirklich wünscht, also ich glaube, jeder aus der Informatik kennt dieses Schaubild, wo dann eine Schaukel und ein Klettergerüst und alles Mögliche gebaut wird und am Schluss ist dann so ein schaukelnder Reifen, den der Kunde eigentlich haben wollte. Und ich glaube, das ist so ein wirklich gutes Beispiel, dass wir sagen müssen, Digitalisierung bietet uns eben auch die Möglichkeit, einfach die Leute zu befragen. Also gerade eben durch solche Möglichkeiten wie sich eine App runterzuladen oder durch eine einfache Umfrage mitzumachen. Und da haben wir einfach die Möglichkeit, miteinander auch zu sprechen und eben auch Best Practices von anderen Ländern mit reinzunehmen. Also klar, ich bin natürlich im Thema Radverkehr mit drin, aber ich fand das auch wieder super interessant, jetzt in den Niederlanden zu sein und einfach mal zu sehen, was machen die denn? Also beispielsweise, dass die Ampelschaltungen, sobald es regnet, geht der Regensensor an und dann werden die Radfahrer bevorzugt. Das sind natürlich, sage ich mal Dinge, die brauchen wir jetzt nicht im ersten Schritt. Aber das ist einfach beeindruckend, wie weit wir eigentlich heutzutage da auch schon gehen können. Mm. Ines, wir haben gerade schon ein schönes Beispiel gehört von Amsterdam. Fallen dir noch andere Projekte, Kommunen oder Initiativen ein, wo du sagst, die sind vorbildlich in dem Bereich? Ja, also wir haben ja jetzt gerade das oder die Idee, Daten zur Barrierefreiheit zu erfassen, gehört. Aber es ist ja auch so, dass man durch Digitalisierung die Probleme, die es eben gibt, wenn etwas nicht barrierefrei ist, überbrücken kann. Und da gibt es in Berlin ja jetzt gerade den BVG Mover, das ist quasi ein bisschen Fortschreiten vom Berlkönig, dieses On-Demand-System mit virtuellen Haltestellen. Und das ist dann auch ein bisschen mehr im Osten, U5, U8 von Berlin unterwegs. Es ist ganz gut. Und was mich an diesem Projekt total gefreut hat, als ich das damals gehört habe, ich glaube, vor anderthalb Jahren habe ich das erfahren, dass das kommt. Und da war die Ansage, naja, wenn man irgendwie mobilitätseingeschränkt ist und an dem Bahnhof funktioniert der Aufzug nicht, dann kannst du diesen Mover rufen und der fährt dich dann zu deinem Zielort. Oder so nah wie möglich, ne? Eben auf dieser Strecke, wo auch immer das Gebiet jetzt gerade ist. Und das fand ich so toll, weil sowas total Langweiliges wie Aufzugswartung, das Thema, wurde mit einem geilen Thema wie einer App und einem On-Demand-Rufbus zusammengefasst. Und ich finde, das ist toll, weil das einfach so das will sich ja niemand mit kaputten Aufzügen beschäftigen, aber das, also ich finde das toll, dass das quasi da genutzt wird, um eben auch sowas dann im Alltag auszubalancieren und dann Mobilität zu ermöglichen. Ganz, ganz toll. Finde ich ganz super. Ja, es gibt ja auch diese Initiative von den SozialheldInnen, nicht nur die Wheelmap, sondern auch Broken Lift, wo es auch genau darum geht, weil man immer erst, wenn man darauf angewiesen ist, merkt, dass ziemlich viele Aufzüge doch mal nicht funktionieren.
Aber vielleicht auch an dich, Heike, die Frage, reicht es denn, nur eine Auskunft zu geben darüber, dass etwas nicht funktioniert? Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, so ein bisschen, eigentlich muss das Ziel der barrierefreie Ausbau grundsätzlich sein. Da muss natürlich erstmal infrastrukturmäßig was passieren. Das heißt, da erfülle ich eigentlich meinen Anspruch an Barrierefreiheit dadurch, dass ich ausbaue. Dass ich entsprechend meine Netze, meine Fahrzeuge, meine Haltestellen und die Haltestellen-Fahrzeugkombinationen, das ist dann das andere, vernünftig barrierefrei gestalte. Also da geht eigentlich kein Weg drumherum. Information hilft viel, aber eben nicht alles. Oh, eine Sache fällt mir da noch ein. Und zwar ist es ja so, dass ein Bahnhof als barrierefrei gilt, sofern nur ein Gleis barrierefrei erreichbar ist. Das andere aber nicht. Nee, und da denkst du dir so, hä, was ist denn das für ein Quatsch? Aber offiziell in der Statistik, also und in Berlin sind ja längst nicht alle Bahnhöfe, weder U-Bahn noch S-Bahn barrierefrei offiziell, und noch nicht mal nach dieser Definition. Aber das muss man sich mal vorstellen, dass du denkst, der ist barrierefrei, dieser Bahnhof, und du kommst da hin und du sagst, ah, Gleis 9, da komme ich gar nicht hin, aber Gleis 1, yeah. Und dann musst du gucken, wie fahre ich denn da jetzt rum, musst du zurückfahren und woanders lang, damit du irgendwie auf Gleis 9 kommst. Also eigentlich schon ganz schön Banane. Und was es eben, wie gesagt, auch gibt, ist eben genau, dass zwar der Bahnhof barrierefrei sein kann, also ich komme barrierefrei zum Bahnsteig, das Fahrzeug ist barrierefrei, gerade im Regionalverkehr, aber die Kombination passt nicht. Weil ich auf einmal denn bei dem speziellen Fahrzeugtyp dann doch irgendwie wieder Stufen beim Einstieg habe oder irgendwie einfach einen Riesenschritt runter machen muss, reinzukommen ins Fahrzeug. Also deswegen müssen wir das zum Beispiel dann auch erfassen. Also es reicht, man muss tatsächlich für jede Kombi gucken, ob es denn passt. Und ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung uns bietet, auch Menschen, die noch nicht so die alle Vorteile genießen können. Aber jetzt ist es ja auch so, Raoul Krauthausen hatte in unserem Podcast Emmet in Transit mal ein ganz schönes Zitat gebracht. Der ist ja Inklusionsaktivist und er meinte mal, ein Scheißprozess, der digitalisiert wird, ist immer noch ein digitaler Scheißprozess. Also basteln wir eigentlich gerade eher daran rum, alles zu digitalisieren, ohne wirklich über die Funktionsweise nachzudenken und ob das für alle passt? Wie seht ihr das? Habt ihr da Gedanken? Ich glaube, müsste man quasi wirklich jeden einzelnen Prozess selbst, sage ich mal, betrachten. Weil wenn wir jetzt beispielsweise an die Barrierefreiheit denken oder auch nur eben die Auskunft, ist ein Bahnhof für mich barrierefrei oder nicht, dann denke ich, haben wir diesen Prozess dadurch wirklich effizienter gemacht. Nicht nur digitaler, sondern wirklich auch effizienter. Ich würde mir jetzt aber wirklich nicht anmaßen, dass ich da diese schlechten Prozesse jetzt vielleicht auch alle kenne, weil ich meine, ich glaube, jeder kennt ihn und jeder weiß, dass er täglich vor ganz anderen Herausforderungen steht als wir. Und das möchte ich jetzt hoffentlich nicht überheblich sagen, aber ich glaube, wir merken vielleicht auch nicht alles, was nicht perfekt für uns ist, weil wir einfach das als gegeben nehmen und einfach, wenn man gesund ist und fit ist und digital unterwegs ist, dann fallen einem, glaube ich, viele Dinge auch manchmal einfach nicht so ganz auf. Ja, du bist ja nah dran, Heike, auch an Verkehrsunternehmen, die einige Prozesse digitalisieren. Ihr unterstützt sie dabei ja hoffentlich auch. Hast du das Gefühl, dass es auch schon so ein Verständnis darüber gibt, dass man nicht einfach alles eins zu eins analog digital machen kann? Oder wie ist da so die Vorgehensweise? Naja, das ist halt immer die große Frage. In früheren Zeiten war vieles wirklich so Bottom-up-Prozesse. Ich habe irgendeine Technik gehabt, also versuche ich aus dieser Technik irgendwas rauszuschlagen. Und dann lande ich vielleicht wirklich dabei zu sagen, okay, ich habe mir jetzt einfach irgendeinen Prozess ausgedacht und wenn das ein Scheißprozess ist, und den digitalisiere ich jetzt und hinterher kommt irgendwas raus, was zwar irgendwie funktioniert, aber nicht nachhaltig ist. Deswegen sind wir eigentlich schon, bemühe ich mich jedenfalls schon, aber eben auch meine Kollegen, wirklich zu überlegen, was sind denn eigentlich vernünftige Dinge, was wollen denn eigentlich die Nutzer? Wirklich nutzerzentriert zu arbeiten, nicht einfach nur das herzunehmen, was vielleicht irgendeine Technik mir jetzt machbar machen würde, sondern eben wirklich zu sehen, was wollen denn die Nutzer, eben auch Nutzer-Workshops zu machen damit. Also wir haben das in der letzten Zeit
Also in den MFAN-Projekten machen wir das tatsächlich ja auch relativ viel. Wir haben zum Beispiel ein Projekt zum Thema Auslastungsinformation, wie voll ist eigentlich mein Bus, meine Bahn. Da macht das der Projektpartner DLR zum Beispiel, die machen Bürgerdialoge, die machen eine Befragung in den Fahrzeugen, wo man über einen Barcode, den man abfotografiert, in eine Befragung kommt. Einfach, wie voll findest du denn jetzt eigentlich gerade diese Bahn, damit wir hinterher auch das ein nicht Gefühl quasi dafür man haben. Sagt, ja, die ist jetzt noch voll genug von außen, sondern schaut, wie fühlt sich das subjektiv jetzt gerade in diesem Gefäß an. Ne? Genau, also dass man da wirklich von den Nutzeranforderungen herkommt. Und im Opener Next ist das jetzt nicht so ein zentrales Thema, weil wir da über die Attribute schon relativ viel wissen. Aber da gibt es zum Beispiel auch im Opener Next einen zweiten Teil, neben den Erfassungen der Infrastruktureigenschaften, die Frage, wie macht man eigentlich das User-Interface so, dass es für Blinde und Sehbehinderte nutzbar ist. Und da haben wir zum Beispiel auch Anforderungsworkshops mit Nutzern gemacht, die einfach gesagt haben, wo haben sie Probleme, diese App zu bedienen. Und das können manchmal sehr banale Sachen sein. Das heißt, da sitzen wir dann dran und sagen, okay, wie kann man das jetzt verbessern, dass es klarer ist, dass diese ganzen Abläufe stringenter sind. Ines, wie ist es denn bei dir? Fällt dir noch ein digitaler Scheißprozess ein? Nee, also Tatsache würde ich jetzt gerade das genau andersrum sagen. Ich habe noch ein schönes, wunderschönes Projekt für die Digitalisierung im Mobilitätsverkehrsbereich, was ich seit Jahren verfolge. Das heißt Virtual, das ist ein EU-Projekt und da geht es darum, dass Crashtest-Dummies als virtuelle Modelle zur Verfügung gestellt werden, dass Crashtests virtuell durchgeführt werden. Und das Geile an diesem Projekt ist, dass sie da eben nicht nur diesen Durchschnittsdummy haben, der so lange wie möglich durchhalten muss, weil der muss ja angeschafft werden und dann hat er ein bisschen zu halten, ne? Wenn er dann ein paar Mal gegen die Wand fährt. Kurz das Problem dazu ist ja auch, dass Autos so designt wurden mit diesen Crashtest-Dummies für männliche Durchschnittskörper aus den 60ern in der Regel auch. Ja. Und deswegen, also es sind ja auch wirklich krasse Zahlen, dass Frauen zu 50% höhere Wahrscheinlichkeit haben, schlimm zu verunglücken. Deswegen. Genau, bei schweren Unfällen ist das Verletzungsrisiko sehr viel höher bei Frauen. Ich habe die Zahlen jetzt auch nicht im Kopf, aber 47 war auch irgendwo. Genau, und das Sterberisiko ist auch höher und die Verletzungsarten sind unterschiedlich. Und bei diesem Projekt, da haben die sich wirklich die Physiognomie von Körpern verschiedener Personengruppen angeschaut. Die Crashtest-Dummies von denen, die haben Knochen, die haben Sehnen, Muskulatur, sodass das halt ganz anders abgebildet werden kann, was so ein Unfall ausmacht. Also ich weiß noch früher, ich bin ja als kleineres Kind damals nie oben irgendwie an diese Haltestangen rangekommen, wie oft ich mich da hingelegt habe, wenn der Bus eine Vollbremsung hingelegt hat. Das sind so Dinge, das kann man damit jetzt auch mal abbilden, weil die Crashtests, die sind ja dann immer so, okay, wir haben da unsere Durchschnittsgröße an männlich genormten Crash-Test-Dummies, die stellen wir da alle rein und alle halten sich oben fest und denken, okay. Ne? Und also das ist ein ganz tolles Projekt und da sind die Daten dann auch verfügbar, dass Leute die nutzen können und dann ihre Crash-Tests virtuell damit durchführen können. Ja, Daten ist ja auch so ein Thema, womit du dich immer wieder beschäftigst hast, beziehungsweise Statistik und wo vielleicht auch so eine Krux ist bei der Erhebung von Daten. Und würdest du der Aussage zustimmen, wer nicht in den Daten repräsentiert ist, der wird auch nicht mitgedacht in der Planung? Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wir wollen immer ganz viele Daten als Grundlage für Entscheidungen haben und dann nutzen wir irgendeinen Durchschnittswert von diesen Daten, wo ich mir denke, ja schön, wenn die eine Personengruppe das eher so präferiert und die andere so und dann gleicht sich das in der Mitte aus und dann hast du halt nichts, weil es für niemanden passt. Und davon müssen wir wegkommen, dass wir diese Durchschnittswerte aus allem nehmen und so ein Brei an Gesellschaft, was im Endeffekt für wenige, wirklich sehr, sehr wenige dann passt. Und ja, bei der Mobilität ist es so, da werden auch Themenbereiche weniger häufig abgedeckt in der Datenerhebung, die, ja, ich sag mal, eher so Freizeitwege, Versorgungsfahrten oder Versorgungsökonomie, also die Mobilität für andere, wenn man für jemanden einkaufen geht oder wenn ich meine Mami zum Arzt begleite. Das sind alles Dinge, die sind so kaum berücksichtigt. Und es geht hauptsächlich immer um das einzelne Individuum bei der Datenerhebung. Und dann wird geguckt, ja, okay, dann haben wir noch eine körperliche Einschränkung. Da gibt es dann ein Häkchen für Schwerbehindertenausweis vorhanden.
Aber das ist ja, alles so, so heterogen und das versucht man irgendwie immer alles in so eine Form zu packen und dann sagen, ja, hier, die haben gesagt, die Bevölkerung sagt, wir akzeptieren das so und so, dann machen wir das jetzt so. Und dann wundern sie sich, warum niemand den Flughafen nutzt oder wie auch immer. Also, genau. Ja, wir hatten mit dir auch eine tolle Folge Emmet in Transit aufgenommen zum Thema Gender Data Gap. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Ach, der sagt eigentlich aus, dass die Daten aus einer sehr männlichen Perspektive heraus erhoben sind. Das hat jetzt einerseits die Repräsentativität, also in vielen, vielen Datensätzen sind Frauen unterrepräsentiert. Wir haben so schöne Studien zu Elektromobilität, das ist eine Zahl, die ich immer wieder raushole, 96% Männer im Sample, wo du dir denkst, okay, am Ende guckt niemand mehr, wie viele Frauen da jetzt tatsächlich im Sample waren. Und daraus werden trotzdem Empfehlungen abgeleitet und dann irgendwas daraus gemacht, gebaut, entschieden. Das ist das eine und dann geht es aber auch weiter, allein mit dem, was ich meinte jetzt, dass die Fragen gar nicht der Lebensrealität von Frauen entsprechen. Wie zum Beispiel jetzt, also das ist ja dieses Wegeketten-Beispiel oder dass man einen Wegezweck angeben muss. Ich sitze dann immer da, okay, bekomme ich jetzt von der Arbeit? Ist das eine Versorgungsfahrt, weil wir beim Bäcker ein Brötchen kaufen? Aber das kaufe ich ja nur, wenn mein Kind dabei ist. Ist das also eine Betreuungsfahrt? Und wenn ich noch ein anderes Elternteil treffe, ist das eine Freizeitaktivität? Also was ist es denn? Und das ist so ein schönes Beispiel, was ich da öfter gerne raushöre. Aber es steckt noch so viel mehr in den Daten drin, was anders gemacht werden könnte. Aber verfasert man sich nicht auch, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt das Thema Gender da mit reinbringen, das Thema Barrierefreiheit und wir müssen auch gucken, wie Menschen mit noch ganz anderen Präferenzen sich im öffentlichen Raum bewegen wollen, dreht man doch auch durch, oder, wenn man das alles erfassen will? Ja, die Sache ist, es ist eine Einstellungsfrage, wo wollen wir denn hin? Wollen wir eine inklusive Gesellschaft? Dann müssen wir das einfach von Anfang an mit berücksichtigen und dann müssen wir eben Abstriche machen. Ich kriege auch ganz häufig so, ja, ihr könnt ja gar nicht so viele Fragen zu diesen Sachen in einen Fragebogen packen, zu gesundheitlichen Einschränkungen oder zu Gender und Aufgabenteilung oder wie auch immer. Ja, schön, aber was haben wir denn hinterher für eine Datenqualität, wenn wir diese Sachen nicht erfassen und dann wieder mit Durchschnittswerten arbeiten? Und das ist einfach eine Einstellungssache, von Anfang an zu sagen, wir nehmen ein bisschen was an den anderen Sachen raus und haben dafür aber sehr viel validere Daten, auf denen wir dann vernünftige Entscheidungen treffen können. Und das muss man wollen. Und ja, irgendwann kommen wir dahin. Okay, ich habe dich gerade so viel nicken sehen. Hast du, ja. Was denkst du darüber? Ja, also ich kann da nur vollkommen zustimmen. Ich finde es auch immer sehr spannend, also gerade auch einfach durch meinen Background, dass ich auch früher professionell Radrennen gefahren bin. Das ist jetzt ab von der Mobilität, aber fast alle Studien sind leider auch darauf ausgelegt, eben wie männliche Ausdauersportler sich verhalten. Das hat sich in den letzten 2 Jahren ganz, ganz stark verändert. Also es gibt sehr viel auch zum Thema zyklusorientiertes Training für Frauen. Und da hat man ganz oft waren wirklich zum Teil 99% der Studienteilnehmer waren Männer. Und das stand dann aber wirklich immer so in so einem unteren Nebensatz. Und das kannst du halt einfach wirklich, gerade auch im Sport beispielsweise, überhaupt nicht vergleichen, was ein Mann, sag ich mal, aushält, was eine Frau aushält. Und das haben wir in der Medizin genauso. Das haben wir, und eben, ja. Deshalb fand ich das auch so interessant, dass es auch hier in diesem Bereich genau wieder dasselbe Thema ist. Und ich finde, das ist eigentlich schon was mich eher so ein bisschen traurig macht, dass das sich so komplett durchzieht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es auch Bereiche gibt, sagen wir mal, wo das ein bisschen anders ist. Das Problem ist ja, wir haben gerade schon gesagt, bist du nicht in den Daten, dann wird auch, ne, das Produkt nicht für dich optimiert und es wird auch nicht vielleicht für dich entschieden, weil eben Datengrundlagen genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen, um Produkte zu optimieren. Und deswegen gibt es ja auch KritikerInnen, die ja vielleicht auch durchaus nicht zu Unrecht sagen, die Digitalisierung ist eigentlich gerade dabei, quasi ja, Ungerechtigkeiten, die es sowieso schon gibt, zu digitalisieren. Vielleicht fangen wir einmal bei dir an, Heike. Würdest du sagen, ja, die KritikerInnen haben da recht? Also es ist auf jeden Fall eine Gefahr. Die meisten Mobilitäts-Apps werden
von Entwicklern gemacht, die, das sage ich mal ganz blöd, männlich, viele männlich, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so Alter vielleicht 30 bis 40, technikaffin sind, und so sieht man das unseren Apps auch zum Teil an. Das heißt, also zum Teil sind unsere Apps tatsächlich einfach kompliziert, und das kommt zum Teil in den Usability-Umfragen dann auch raus. Es ist aber eben schwer, es einfacher zu machen. Überall da, wo wir versucht haben, Apps einfacher zu machen, kommt dann, ja, aber jetzt hätte ich doch gerne noch das. Oder vielleicht doch noch die Extra-Funktion, und wo landet man dann wieder beim großen Blumenstrauß? Mhm. Ja, also von daher, das ist ein Problem, eine Frage. Dann landen wir zum Beispiel auch bei Problemen, die wir mit unseren Kunden durchaus diskutieren. Wollen wir jetzt verschiedene Apps für verschiedene Zielgruppen haben? Mhm. Oder brauchen wir die eine, die allen gerecht wird, dadurch, wo ich aber den Komplexitätsgrad doch wieder hochtreibe? Ich kenne da den Ansatz, dass du eine App hast und dann hast du quasi so eine Basisfunktion, und dann kannst du so Advanced-Einstellungen, also da, bei verschiedenen Sachen gibt es das ja dann. Also vielleicht ist das so eine Mischung, dass die Leute, die dann alles selber und hier, ja, ich hätte gerne noch das Feature und hier noch einen Korkenzieher an der App, dass dann halt auf Wunsch diese Features da sind und der Rest halt einfach irgendwie so ausgeblendet wird, wenn man das nicht möchte. Das kenne ich von irgendwelchen, aber ich weiß nicht mehr woher. Ein paar Apps gibt's das, glaube ich. Und was würdet ihr sagen? Also ist es so, dass wir gerade mit digitalen Produkten eher dabei sind, die Mobilität von Leuten zu verbessern, die eh schon gut angebunden sind, oder holen wir wirklich neue Nutzergruppen rein? Hui, ja, ich glaube eigentlich, dass wir noch gar nicht so wirklich viele andere Nutzungsgruppen heranholen, sondern dass wir Leute, die eh viel, viel Spaß an dem Thema haben, die sich da eh auskennen, dass die erstmal bedient werden. So die First Mover. Genau, das sind so die Low-Hanging Fruits auf den Märkten, die man dann abgreifen kann. Wenn man dann aber wirklich so in Personengruppenbereiche vorgehen möchte, die halt auch wenig Affinität zu Smartphones haben, ältere zum Beispiel, das ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Und da muss man erstmal noch eine ganz andere Vorarbeit leisten, damit die das nutzen können. Weil wenn die kein Smartphone haben, dann ist ja schön, dass es da eine App gibt. Bringt halt bloß gar nichts. Ne? Na, wir haben wirklich jetzt über die Digitalisierung gesprochen, über die Chancen, aber auch über die Anforderungen und wie es bestenfalls laufen sollte, ob das überhaupt realistisch ist. Weil öffentliche Verkehrsunternehmen, die in der Regel zu wenig Ressourcen haben, um wirklich eine Barrierefreiheit konsequent umzusetzen. Wir haben Städte, einige können sich das leisten, viele aber auch nicht, ihre Städte entsprechend umzubauen. Und für private Unternehmen ist es auch einfach nicht rentabel häufig. Also bleibt dann gendergerechte und inklusive Mobilität längerfristig doch Luxus? Ich glaube, es wird definitiv leider noch ein bisschen Luxus bleiben. Es sind einfach, die Faktoren sind da. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen, wir müssen unsere Ziele hochstecken, weil ansonsten werden wir nicht mal, sage ich mal, wahrscheinlich die kleinen Ziele erreichen. Ja, und ich glaube auch, dass die Gesellschaft schon die Anforderungen mittlerweile so formuliert, dass das mitgedacht wird. Wenn man sich jetzt die jüngeren Generationen anschaut, für die ist das Thema viel, viel präsenter, viel wichtiger, und ich glaube, dass dann auch nochmal ein Druck auf die Unternehmen und auf die Verbände ausgeübt wird, dass das einfach nicht mehr hingenommen wird auf Dauer. Und ich denke, das wird noch dauern eine ganze Weile, aber ich bin da guter Hoffnung, dass das irgendwann ins Standardprogramm mit übergeht. Mhm. Ja, Lilia meinte, erstmal richtig hoch ansetzen, damit dann in der Wirklichkeit irgendwo dazwischen landen. Wie würdest du das sehen? Also ich finde halt, dass Inklusion kein Luxus sein darf, weil es einfach so viele Personengruppen betrifft. Es geht ja nicht um irgendwie eine kleine Schicht, so ein paar, eine Handvoll von Leuten, die ich jetzt irgendwie mit irgendwas zufriedenstellen muss, sondern es geht ja um einen großen Querschnitt der Bevölkerung. Der überwiegende Teil der Gesellschaft benötigt es einfach. Es ist eben, wie gesagt, aus meiner Sicht kein Luxusproblem, sondern ich brauche es in der Mitte der Gesellschaft. Wir werden älter als Gesellschaft, und ich merke bei mir auch, meine Augen sind nicht mehr ganz so gut, meine Ohren leider auch. Das wird auch ein Problem sein, was viele Menschen haben werden und wo es für viele Abhilfe geben muss. Das heißt, Inklusion ist was,
was wirklich für die Mitte der Gesellschaft gut ist. Die Frage ist, wie schnell wir da ankommen, das ist das andere, aber ich hoffe auch, dass es da dann einfach, wenn je mehr Menschen es betrifft, desto größer wird dann eben auch der gesellschaftliche Druck, das auch zu berücksichtigen, und da hoffe ich eben so ein bisschen, da bin ich also auch so bei euch beiden eigentlich. Und wir haben gerade am Anfang des Gesprächs schon überlegt, was für euch persönlich in eurem Umfeld schön wäre, wenn es sich verändert. Jetzt lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen. In 5 Jahren, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir kriegen jetzt total die Kurve und machen jetzt alles richtig, wie wir uns das wünschen. In 5 Jahren? In 5 Jahren. Wie würde deine ideale Welt aussehen, deine Zukunftsvision? In Bezug auf Mobilität? Ja. Ich glaube, dass wir alle dann eine Wahlmöglichkeit haben, wie wir mobil sein können, wollen, sind. Und dass eben vieles grün ist, dass vieles inklusiv gedacht ist, dass es zugänglich ist, dass es niemanden einschränkt und dass wir dadurch viel, viel mehr soziale Teilhabe haben und eine Verbesserung der Lebensqualität. Also ich hoffe auch persönlich darauf, dass wir bis dahin nicht mehr auf ein Verkehrsmittel an sich fokussieren, sondern dass wir wirklich die Möglichkeit haben, wir starten mit Laufen, dann gehen wir ins Auto, weil irgendwas einfach dahin gelegen ist, dann müssen wir aber nicht mehr in die Innenstadt rein, sondern von dort aus können wir mit dem Sharing Bike weiter oder können den ÖPNV nutzen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie wir das dann kombinieren können. Also die Kombination macht's. Und wie ist es bei dir? Also für mich wäre in 5 Jahren wirklich die Hoffnung, einmal auch das, was du gesagt hast, dass ich diese Kombination der Verkehrsmittel viel stärker habe und da auch die Auskunft darüber kriege, was da eine günstige Route ist. Und dass ich eben auch außerhalb meines eigenen Berits, wo ich mich auskenne, außerhalb meiner eigenen Hood, Informationen bekomme, ob ich wie gut ich von A nach B komme. Eben nicht nur innerhalb von Berlin oder innerhalb von Hannover, sondern auch wenn ich irgendwie mal nach Berchtesgaden im Urlaub bin, dass ich auch da die Informationen einfach habe, die mich dann in die Lage versetzt, das Auto gegebenenfalls auch zu Hause zu lassen und zu sagen, ich fahre da mit dem Zug, weil ich genügend Informationen habe, wie ich dort auch ohne Auto zurechtkomme. Ja, das sind ziemlich schöne Zukunftsvisionen. Ich wünsche uns allen sehr, sehr viel davon und vielen Dank, dass ihr das Thema heute mit uns diskutiert habt. Und ich freue mich, wenn wir in 5 Jahren dann nochmal zusammenkommen und schauen, was denn wirklich wahr geworden ist. So, ich bin gespannt, wo wir in 5 Jahren stehen werden und ob wir uns diesen Zukunftsvisionen ein bisschen angenähert haben. Heute haben wir 3 Perspektiven mitbekommen von 3 Frauen, die sich einsetzen für eine sichere, gendergerechte und inklusive Mobilität. Das Frauennetzwerk Women for Data-Driven Mobility ist eine Initiative der M-Fund Begleitforschung Move Mobility, initiiert vom iRides Lab. Wenn Sie mehr erfahren wollen über das Frauennetzwerk, den M-Fund und die Begleitforschung, schauen Sie einfach auf unserer Webseite vorbei, emmet.io. Und lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben, zum Beispiel durch unseren Newsletter, LinkedIn oder Twitter. Bis zum nächsten Mal bei den Women for Data-Driven Mobility.